Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir ein einzelnes Netflix-Profil mit einem Passwort bzw. einer PIN sperren können, sodass eben nicht jeder einfach da reinkommt. Als allererstes öffnen wir dafür mal irgendeinen Browser, ob wir das auf dem PC machen, auf dem Handy oder sonst wo, spielt überhaupt keine Rolle. Und hier gehen wir dann natürlich als nächstes einmal auf die offizielle Netflix-Website. Ansonsten lasse ich euch dazu aber auch extra nochmal einen Link in der Videobeschreibung. Ich stelle jetzt hier einmal noch ganz schnell die Sprache auf Deutsch um, damit es bei jedem von uns gleich aussehen sollte, und dann klicken wir als nächstes einmal oben rechts in der Ecke auf Einloggen und melden uns dann hier natürlich einmal schnell an. Sobald wir uns dann also angemeldet haben, gehen wir einmal oben rechts in der Ecke über unser Profil und da haben wir dann diesen Punkt, nämlich Konto. Auch da klicken wir also einmal drauf und dann haben wir hier ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir hier allerdings einmal runterscrollen, dann haben wir hier unsere Profile, also alle, die gerade zu unserem Account gehören. Da suchen wir uns also einmal das Profil aus, das wir mit einem Passwort oder einer PIN schützen wollen, klicken dann da einmal drauf und dann haben wir hier schon diesen Punkt Profilsperre. Ihr seht, das Ganze ist gerade noch aus, allerdings können wir da einmal auf Ändern klicken und dann müssen wir hier erst einmal das Passwort von unserem Netflix-Account eingeben, um hier irgendwas überhaupt zu ändern, dann auf Weiter klicken und dann können wir das Ganze eben hier schon aktivieren. PIN für den Zugriff auf das Profil von Profil 1, so habe ich das eben genannt, erfordern, einmal auf Ja klicken und dann können wir hier schon den PIN eingeben. Gebt hier einfach das Passwort ein, das ihr benutzen wollt, und eventuell könnten wir dann auch diese Box hier noch anklicken, und zwar immer wenn dann ein neues Profil bei unserem Account erstellt wird, dann müssen wir erst einmal diese PIN hier eingeben. Will ich jetzt aber nicht. Ich denke mal, die meisten von euch wollen das auch nicht. Eventuell aber schon, dann aktiviert das hier einfach auch noch und dann auf Speichern klicken. Und so einfach haben wir dann schon ein Netflix-Profil mit einem Passwort geschützt. Falls ich euch mit diesem Video hier also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.